Hallo meine Lieben, schön seid ihr dabei, euer Pain ist es auch und heute kommen wir zu einem anderen Monster Hunter Video und zwar hat einer meiner Zuschauer gefragt, wie man online oder Multiplayer spielen kann, wie kann man mit Freunden spielen, wie kann man da in einer Gruppe spielen und das verrate ich heute in diesem Video und dann gehen wir gleich mal rein. Und zwar seid ihr hier angekommen in Kamura. Und ihr müsst einfach zu dieser Katze auf der Schatzkiste gehen und natürlich müsst ihr Internetverbindung haben, das ist extrem wichtig und ihr könnt dann bei Online-Spiel reingehen, da könnt ihr entweder ein Lager suchen oder erstellen. Natürlich muss einer von euch ein Lager erstellen und der andere kann es dann suchen. Jedes Lager, den ihr erstellt, hat auch eine Lager-ID. Ihr könnt natürlich auch untereinander seid die Lager-ID weitergeben, dann kann man nach einer Lager-ID suchen. Wenn ihr einfach so ein Lager sucht, zum Beispiel sagt ihr, hey, ich möchte unbedingt dieses Ziel oder diesen Quest-Typ oder diesen Jägerrang, dann könnt ihr natürlich auch so ein Lager suchen. Aber wenn ihr natürlich mit Freunden spielen möchtet, natürlich wäre es empfehlenswert, ein Lager zu erstellen und dann könnt ihr nach Lager-ID suchen. Ganz simpel und so könnt ihr dann zusammen endlich zocken. Das ist geil. Man kann zu viert einen Monster hunten und das macht's echt, echt geil. Gut. Man kann natürlich auch auf die Freundesliste oder wenn man natürlich schon zusammen gezockt hat, kann man sich auch gegenseitig Fans werden. Das heißt, man tut sich eine Karte schicken, dann ist man Fans. Das geht auch. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, in die Versammlungsstätte zu gehen. Da könnt ihr nicht zusammen zocken, da geht es nicht um das, da geht es einfach darum, Multiplayer zu spielen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder tut ihr eine Quest starten, bevor ihr die Quest hier startet, fragt es euch, möchtet ihr einfach eine Quest annehmen oder mit Beitrittsanfrage, das heißt, andere können noch mitjoinen, wenn ihr möchtet, dass zum Beispiel wenn andere auch mitjoinen möchten. Wenn ihr jetzt sagt, nee, ich möchte einfach eine Quest erfüllen, könnt ihr auch hier hin und dann könnt ihr einfach die Quest, die ihr möchtet, jeweils suchen und dann seid ihr die Beitrittsanfrage bei jemand anderem. Das heißt, ihr könnt auch die Städte-Quests könnt ihr auch eigentlich in einer Truppe machen. Und das empfehle ich euch auch, weil die sind schwieriger. Macht zuerst die anderen Quests in der Stadt und erst später macht ihr die, weil alleine seid ihr hier nicht stark genug. Ihr werdet schnell drunter kommen. Super! Das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, du bist mit deinem Abo dabei und ich mache weiterhin natürlich für euch Monster Hunter Videos und bis auf ein nächstes.